Herzlich willkommen zur 168. Ausgabe der Blitz News des Remscheider Fernsehen Tele DMW. Ich habe die Breaking News für Sie bis zum 15. Oktober 2017. Im Studio hat vor Ihnen Platz genommen Ihr Michael Westkamp. Oh ja, da war viel los in der vergangenen Woche. Autos kippten um, überschlugen sich, knallten zusammen, Einbrüche und Randale. Also da war so einiges los. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Samstag, dem 14. Oktober 2017 gegen 2 Uhr morgens die Straße Vieringhausen in Fahrtrichtung Remscheid. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen geparkten Pkw und schob diesen auf ein weiteres Fahrzeug. Der Ford des Unfallverursachers schleuderte zurück auf die Fahrbahn, kippte und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der 23-jährige Beifahrer klagte über Atemnot und wurde zwecks weiterer Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 10.500 Euro. Der Pkw des Unfallverursachers wurde abgeschleppt. Konnte man nichts mehr mit anfangen. An dieser Stelle muss ich mich für einen Sprechfehler aus der letzten Sendung entschuldigen. Da war ja diese Banksprengung. Und da habe ich versehentlich was anderes vorgelesen, als auf dem Zettel stand. Die Sprengung war natürlich an der Hammesberger Straße und nicht an der Hasenberger Straße. Das war ein gravierender Fehler, kann mal passieren in der Schnelligkeit. Also wie gesagt, wir entschuldigen uns dafür, dass wir deine Meldung ziemlich verdreht haben. War keine Absicht. Es stand auf meinem Zettel Hammesberger Straße. Wie ich auf die Hasenberger Straße komme, weiß ich nicht. So, und dann kommen wir zur nächsten Meldung. In ein Haus an der Walter-Rathenauer Straße brachen am Donnerstag, dem 12.10.2017, Unbekannte ein. Zwischen 16 und 22.30 Uhr versuchten sie zunächst vergeblich, eine Terrassentür aufzuhebeln. Durch ein gekipptes Fenster gelangten die Täter letztendlich doch in das Haus, durchwühlten es und entkamen unerkannt mit diversen Schmuck. Und das Klopapier haben sie hängen lassen. Hallo, ich bin der Tom und grüße alle sehr vom Remscheider Fernsehen. Und wieder hat es geknallt in Remscheid. Am Donnerstag, dem 12. Oktober 2017, kam es gegen 12.25 Uhr auf der Lenneper Straße zu einem Unfall, bei dem ein LKW einen PKW mitschliff. Also kostenloses Fahren. Der 54-jährige Fahrer eines LKW mit Anhänger wechselte den Fahrstreifen und bemerkte dabei nicht den VW Golf eines 75-Jährigen, der in derselben Fahrtrichtung unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß schleifte der LKW den PKW ein Stück mit. Per Anhalter. Der 75-Jährige verletzte sich dabei leicht und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Während der Unfallaufnahme und des Abtransportes des stark beschädigten Golfs kam es zu Beeinträchtigungen für den fließenden Verkehr. Ich grüße euch alle vom Remscheider Fernsehen. Mein Name ist Jürgen Dreves. Kornblumen, oder? Und wir fahren wie Vampire. Die Remscheider und die Solinger haben und die Wermelskirchner, die haben diese Kurven vielleicht im Griff. Die Karpaten von Westhausen, wenn man nach Unterburg will. Sie kennen das ja. Aber vielleicht nicht die Leute, die aus einer anderen Stadt kommen. Aus bislang unklarer Ursache verlor eine 54-Jährige am Montag, dem 9. Oktober 2017 gegen 12.50 Uhr auf der Westhauser Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Frau war mit ihrem Mazda stadteinwärts unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einem Graben fuhr. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Ein Rettungswagen brachte die erfahrene Remscheiderin in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Ganz klarer Fall, wer zu schnell fährt,
der kriegt die Kurve nicht. Und ich muss sagen, es war ja helllichter Tag, hätte man eigentlich alles sehen müssen. Wäre mir wahrscheinlich nicht passiert. Oder hatten wir Glatteis? Und jetzt haben wir mal ein bisschen Randale in Remscheid. Am Dienstag, dem 10. Oktober 2017, randalierten gegen 17.40 Uhr zwei Bewohner eines Flüchtlingswohnheims an der Rosenhüglerstraße. Die beiden jungen Männer forderten unter der Androhung von Gewalt Geld von Mitarbeitern und schubsten und beschimpften weitere Bewohner. Als sie von Polizisten beruhigt werden sollten, schlug einer mit einem Metallkoffer auf die Beamten ein. Die nach eigenen Angaben 16 und 17 Jahre alten Männer mussten im Anschluss in getrennten Einrichtungen untergebracht werden. Sie erwarten nun eine Strafanzeige und die Ermittlungen der Kripo konnten sich einfach nicht benehmen. Ach, stopp, ist ja alles falsch. Warum übst du denn nicht? Warum hast du denn die ganze Woche wieder nicht geübt? Ja, ich habe die ganze Woche im Tele-DMW geguckt. Ach, da ist natürlich ein Grund. Ja, weiter so. Sehr gut. Zuschauer haben uns geschrieben, wir sollten mithelfen, den Täter zu kriegen. Das wollen wir hiermit gerne tun. Und es geht um einen Raubüberfall, der sich am Eberplatz ereignete. Und zwar gleich zweimal. Zum Beispiel am Montag, dem 9. Oktober 2017, kam es gegen 20 Uhr im Bereich des Tunnels am Friedrich-Ebert-Platz zu einem Raub eines Portemonnaies einer 25-jährigen Remscheiderin. Die Frau wurde durch drei unbekannte Männer zunächst beobachtet. Anschließend versuchte man, ihr die Handtasche zu entreißen. Das bei der Rangelei auf den Boden gefallene Portemonnaie wurde selbstverständlich durch einen der Täter nach Wertsachen durchsucht. Nachdem die Beute scheinbar zu gering ausgefallen war, wurde die Frau von einem der Männer mit einem Messer bedroht. Der muss sich sehr geärgert haben. Er forderte die Herausgabe des Handys und verletzte die 25-Jährige leicht. Als sie zu schreien anfing, flüchteten die drei in unbekannte Richtung. Das Opfer beschrieb die drei männlichen Personen wie folgt. Ohren auf, Leute! Alle drei trugen dunkle Kleidung. Ja, ich auch. Hatten ein südländisches Äußeres, ich nicht, und eine muskulöse Statur. Zwei der Täter waren ca. 30 Jahre alt, hatten kurze schwarze Haare und einen Vollbart. Einer war ca. 1,75 Meter und der zweite ca. 1,65 Meter groß. Die dritte Person wurde auf etwa 35 Jahre geschätzt, war etwa 1,75 Meter groß und trug eine Glatze. Verehrte Zuschauer, wenn Sie was beobachtet haben, rufen Sie die Polizei an. 0202-2840. Und sagen Ihnen, den Beamten, was Sie gesehen haben. Und übrigens, zwei, drei Tage vorher gab es da schon nochmal so einen Fall, waren aber drei andere Leute. Komischerweise. Und noch ein Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger befuhr am Dienstag, den 10. Oktober 2017 gegen 13.30 Uhr mit seinem BMW die Bismarckstraße in Richtung Lennep. In Höhe des Willy-Brandt-Platzes brach aus noch nicht ungeklärter Ursache das Heck des Fahrzeuges aus. Das schleudernde Fahrzeug beschädigte eine Straßenlaterne und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der Fahrer muss wohl gedacht haben, das geht hier rund wie auf der Kirmes. Obwohl der Fahrer zunächst angab, unverletzt zu sein, wurde er vorsorglich im Krankenhaus verseucht und anschließend stationär aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. So teuer ist eine Straßenlaterne. Naja, gut. Ja, und dann ein bisschen die Türe, ne? Da! Kein Tor! Da! Jawohl!
Jawohl, hier ist die Sportecke und ich lache unseren Remscheider Verein langsam ein bisschen aus, weil er immer verliert. Ja, hallo liebe Sportfreunde, der Ball rollte wieder heute am 11. Spieltag, dem 15. Oktober 2017. Ja, und zwar in Remscheid rollte der Ball. Er rollte und rollte. Ja, ich muss sagen, er rollte nicht dahin, wo er sollte. Ne? Kennen Sie den Spruch? Tja, und da können wir auch Ihnen gleich mal verraten, wer zu Besuch war. Ja, jemand aus Grevenbruch, so in der Nähe. Korschenbräuch, Grevenbruch, das sagt Ihnen was. Ne? Aber ich sag einfach mal, die kam aus Grevenbruch, der Heimatstadt von Happe Kerkeling. Ja, und da spielt der SC 1911. Und zwar Kapellenerft nennt er sich. Hm. Und er hat sich bei uns wohlgefühlt. Oh ja, hat er sich wohlgefühlt. Schoss glatt Türchen rein. Hm. Tja, da schoss 2-1. Oh, ja, fantastisch. Kein Mensch ist auf der Baustelle Drecknase zu sehen. Diese Großbaustelle ist leer. Keiner möchte mehr da arbeiten. Warum? Es gibt Streit, ja, zwischen der Stadt Remscheid und dem Bauunternehmer aus Burscheid. Stadt Remscheid meint nämlich, ist unstabil die Fahrbahn. Machen Sie mal den ganzen Asphalt wieder runter und eine ordentliche Schicht drauf. Ein bisschen stabiler kann es schon sein. Und darüber richtet sich der Bauunternehmer auf und sagt, ihr habt alle frei. Ja, toll. Ne? Aber die Stadt Remscheid ist stolz. Wir sind ja im Zeitplan. Da ist kein Problem. Eigentlich hätten die Ende September schon die andere Fahrbahn anfangen sollen. Ne? Aber es heißt ja, wir haben 1,5 Jahre Zeit dafür. Und da ist es natürlich logisch, dass man im Zeitplan ist. Ne? So, was müssen die Autofahrer denn tun? Aufpassen auf den Radarwagen, der sich dort versteckt manchmal. Und sie müssen dann durch die Ringstraße fahren bis unten hin, links in die Wupperstraße und dann könnt ihr erst in die Kölner Straße gelangen, wenn ihr dorthin wollt. So, und dann haben wir natürlich noch in Bergsporn eine Verkehrsführungsänderung. Totales Chaos, wenn man von Wermeskirchen nach Remscheid möchte. Ein riesen Umweg. Einfach nur so, weil es Spaß macht. Ja, und dann haben wir eine Wanderbaustelle noch in Remscheid, Güldenwert. Oh wei. Und dann gibt es noch was im Morsbachtal. Da ist eine Vollsperrung. Und die Autofahrer, die nicht aus der Gegend kommen, tja, was tun sie? Die Anwohner sind genervt, denn ständig wenden hier auswärtige Autofahrer. Das ist ein Problem und das wird so schnell nicht behoben. Da müssen wir noch drauf warten. Auf der Leverkusener Brücke gibt es eine Starrenkastenausstellung. In jeder Fahrtrichtung bekommt man 2x4 Starrenkästen präsentiert. Einmal am Anfang der Brücke und einmal in der Mitte der Brücke und das auf jeder Fahrtrichtung. Das war's wieder für heute, liebe Leute. Im Anschluss der Nachrichten gibt es natürlich noch was. Und zwar den Spaß zum Sendeschluss. Es gibt aber nicht mehr den Spruch der Woche. Nein, den kriegen Sie nicht mehr serviert. 68 Folgen sind ausgestrahlt worden, 2 Staffeln. Und da gingen uns irgendwann mal die Sprüche aus. Ja, und da haben wir uns was Besseres einfallen lassen, und zwar den Witz der Woche. Ebenfalls gedreht an der belgischen Küste. Die erste Folge kommt aus Blankenberge. Alle weiteren Folgen kommen aus Seebrügge. Das ist die Nachbarstadt von Blankenberge. Und in der ersten Folge ist die Tonqualität ja noch in Ordnung, aber in der zweiten Folge und so weiter, da kann es mal passieren, dass der Wind so richtig sauer auf mich gewesen ist und mal ins Mikrofon gepustet hat. Da müssen Sie was genauer hinhören, aber den Witz werden Sie schon noch kapieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, empfehlen Sie uns weiter. Wir sehen uns, wenn Sie wollen, nächste Woche, wenn auch genug Zuschauer da waren, mindestens 30 will ich sehen. Ansonsten bleibt die alte Sendung stehen. Tele-DMW. Schluss gibt es ab sofort immer den Witz der Woche. Ist ja auch mal was Neues. Kann ganz attraktiv werden.
Und manchmal hilft mir auch, wie gewohnt, die Nordsee dabei. Eine Blondine fährt nachts mit dem Auto auf einer Landstraße, bis sie von einem Polizisten angehalten wird. Der Polizist bittet die Blondine, ihm ihren Führerschein zu zeigen. Daraufhin fragt diese, was das ist. Der Polizist antwortet: Das ist das Ding. Da ist ein Bild von Ihnen drin. Die Blondine kramt in ihrer Handtasche und findet einen Spiegel. Sie schaut in den Spiegel, sieht sich und gibt den Spiegel als Führerschein ab. Der Polizist schaut in den Spiegel und sagt: Da hätten Sie ja gleich sagen können, dass Sie einer von uns sind. Dann hätte ich Sie prompt weiterfahren lassen. Hier war das Remscheider Fernsehen Tele DNW. Bis nächste Woche.